Hallo, meine Lieben. Ich hatte die letzten Tagen durfte ich bei Geschwister meine die Zeit verbringen, wurde eingeladen. Es war eine sehr gesegnete Zeit, deswegen habe ich mich auch nicht gemeldet, so war auch auf Mail oder so. Ich war nicht zu Hause. Das waren vier gesegnete Tage. Ich habe solch eine Gastfreundschaft schon lange nicht mehr erleben dürfen. Aber es war eine herrliche Zeit. Könnte man so sagen, wie Petrus, als er mit Jesus auf den Berg ging und da erschien Mose und Elia. Und dann haben die gesagt, lass uns hier bauen, hier bleiben. Hier ist es schön. Und so erging uns auch in dieser herrlichen Zeit. Wir hätten gerne da miteinander wohnen, um diese Gemeinschaft nicht mehr, sag mal, zu trennen. Es war wirklich schön. Naja, jetzt habe ich eine Menge nachzuholen. Und deswegen sage ich auch, deswegen habe ich mich auch nicht gemeldet. Ja. Es war überraschend, als ich gestern nach Hause fuhr mit dem Zug, was für ein Chaos in den Bahn da war. Überall, also in ganz Deutschland, sind ICEs rausgefallen. In Stuttgart hat angeblich der Bahnhof gebrannt und. Ein IC, auf dem ich reisen sollte, wurde aus dem Verkehr genommen und die haben uns auch umgeladen auf einen anderen Zug. Es ist wirklich. Man sieht, alles geht bergabwärts und nicht aufwärts. Meine Lieben, die Tatsache ist, dass die Entrückung ist einer der wichtigsten Teile unseres Glaubenslebens. Das Glauben, Hoffen, aber die Entrückung nach Hause zu gehen, das Warten auf die Vereinigung mit ihm, ist ein Teil von uns, den uns gegeben worden ist. Und deswegen sagt Paulus, der Thessaloniker, ermutigt euch damit. Man baut auch euch gegenseitig auf, damit dass der Herr kommt bald. Natürlich, wir können keine Zeit festlegen, aber wir sehen in den Zeichen der Zeit, dass es bald soweit ist, dass es nicht mehr lange dauert. Für manche stört es, für manche nicht, aber ich denke, das ist genauso ein erbauender, ermahnender Wort für einen Christen, wo man auch diese Freude haben darf, dass ich bald beim Herrn, mit dem Herrn sein darf. Aber das muss jeder für sich wissen. Ich möchte heute ein klein bisschen mit euch reden über den Thessalonikerbrief. Und zwar in der zweiten Thessaloniker sagt Paulus über das Wiederkunft des Herrn, aber er redet da, dass etwas muss aus dem Weg gestellt werden, etwas muss weg, dass der Mensch der Sünde kommen soll. Und
Wir haben eigentlich darüber schon geredet. Für uns ist es eindeutig, aber dennoch möchte ich das noch ein bisschen stärken und noch näher erklären, warum das der Geist Gottes ist, warum das das Leib des Christus ist und warum muss er weg, um dass der Antichrist eine freie Bahn hat. Lasst uns vorher kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir im Namen unseres Herrn Jesus Christus, indem wir dich loben und preisen für den Geist, der du uns als Beistand gegeben hast. Und wir möchten dich bitten, lass diesen Geist auch heute hier walten, durch deine Wahrheit, durch dein Wort führen und damit erfüllen. Herr, danke dir, dass du bei uns bist, dass du uns erbaust jeden Tag. Jeden Tag erneuerst deine Gnade. Wir loben dich dafür. Amen. Wir wissen, Jesus Christus hatte seine Zeit des Wirkens gehabt hier auf der Erde. Und es ist eine Begebenheit in Lukas 13, Abvers 31. Da lese ich nicht alles. Die Pharisäer kommen zum den Herrn und sagen, der Herodes möchte dich töten. Und dann sagt Jesus denen, und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesen Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilung heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet. Die 3 Tage spielen, Entschuldigung, eine große Rolle in der Heilsgeschichte, denn wir wissen, dass die 2 Tage des Wirkens ist auch in dem Prophet Joel gesagt, ja, dass am 2. Tag belebst uns, am 3. Tag richtest uns auf. Das heißt, 2 Tage wirkt Jesus, am 3. Tag wird er verherrlicht. Und wir wissen, dass es ist 2000 Jahre Heilsgeschichte, am 3000 ist das tausendjährige Reich, wo alles vollendet wird. Alles. Und da wird auch der Herr verherrlicht und der Vater danach auch durch den Herrn, weil wir wissen, am Ende der 1000 Jahre dann übergibt der Sohn dem Vater alles, ja, und der Vater wird alles in allem sein. Es ist eine herrliche Sache. Das ist für uns, sag mal, für unser Verstand sehr groß. Das zu verstehen ist sehr schwierig. Aber wir können es so annehmen und wir können uns so freuen. Diese Einheit zwischen Sohn und Vater ist gewaltig, ja. Ist einfach gewaltig. Aber es ist so, dass in diesen ganzen Heilsgeschichte wollen viele etwas nicht so richtig wahrhaben. Es gibt in diesen ganzen Heilsgeschichte wichtige Details, was wir als Christen wissen sollten. Als Jesus gekommen ist,
sagt er im Johannes 17, sagt er, als ich bei ihnen war, das ist Vers 12, aber man kann alles, Johannes 17, alles lesen, es ist sehr wichtig, sagt Jesus, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir. Ja, das ist wichtig. Jetzt verlasse ich die Welt und die bleiben theoretisch alleine auf sich gelassen. Und hier ist es wichtig, das zu sehen, dass Jesus als Licht der Welt hat eigentlich den Geist des Antichristen auch gebremst. Er konnte sich nicht offenbaren. Er war zwar am Wirken, aber er konnte sich nicht offenbaren, weil er selbst da war und er selbst für diejenige, die der Vater ihm gegeben hat, in Johannes 17 kann man es noch besser nachlesen, hat er sie bewahrt. Jetzt sagt auch in Johannes 17, es ist wichtig, dass ich gehe. Erstens war es sehr wichtig, weil er musste verherrlicht werden. Und er musste auch als Mittler zwischen Vater und Mensch auftreten. Er musste in dieser Heilsgeschichte wieder in seine Herrlichkeit zurück. Aber als er da war, hat er gewirkt mit Kraft und Herrlichkeit und er hat die Seinen bewahrt vor den der Abfall, vor den Teufel, von den Antichristen, hat er sie bewahrt. Aber da er gehen musste, bittet er ganz deutlich und er sagt auch seinen Jüngern, es ist wichtig, dass ich gehe, dass der Beistand, der Geist Gottes, zu euch kommt. Was viele nicht erkannt haben oder kennen oder erkennen wollen, ist, dass der Geist Gottes ist die wirkende Person, das den Willen des Vaters und des Sohnes ausführt. Er ist der, der aus den Toten aufwecken kann. Er ist der, der Leben geben kann. Er ist derjenige, der die neue Kreatur in den Mensch ermöglicht. Und in Römer 8 ist, aber nicht nur in Römer 8, lesen Paulus sagt deutlich, dass der Geist Gottes war, dass der Geist, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat und der wird uns auch auferwecken. Deswegen ist es wichtig, dass der Geist kommt, denn er ist der, die Person aus diesen drei Einheiten, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der wirkt, ja,
das Leben, die Erneuerung, die Auferstehung durch das Wort des, das Machtwort des Vaters. Ja? Er arbeitet nicht aus sich selbst, ja, das wissen wir. Und deswegen war es auch sehr wichtig, dass der Geist kommt, ja, und hier eigentlich die Erneuerung für die, die im Buch des Lebens eingeschrieben sind, zu vollbringen. Als Jesus hier lebte, sagte, ich habe sie bewahrt. Jetzt bewahrt der Geist Gottes uns. Und der Geist Gottes ist eine göttliche Person. Was eigentlich hindert das Offenbarwerden des Antichristen? Solange der Geist hier ist, kann der Antichrist offenbar nicht auftreten. Deswegen, wenn der Geist wieder in den Himmel hochgeht, wird der Teufel aus dem Himmel samt Engeln aus dem Himmel rausgeschmissen. Dann wird er keinen Platz mehr da haben. Und wenn der Geist Gottes geht, dann geht auch das Leib Christi mit. Denn die sind eine Einheit und die sind jetzt unzertrennlich. Paulus erklärt deutlich, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, der Geist Gottes wohnt in euch. Das ist eine ganz eindeutige Sache, ja. Wir sehen hier auch, ja, in Römer 8, 16 zum Beispiel, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, ja. Römer 1, 4, ja, als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Herrlichkeit nach aufgrund der Todauferstehung Jesus Christus, unser Herr. Also es ist alles durch den Geist passiert. Deswegen sagt er auch in Römer 8 und nicht nur, ja, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ja, also wir könnten da hier sehr vieles lesen, ja. 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, ja, und so weiter und so fort. Viele legen es sogar so aus, dass das ist der Tempel, wo der Antichrist dann sich reinsetzen wird. Das geht gar nicht. Es geht nicht. Denn wo der Antichrist sich reinsetzt, ist eine Heiligkeit, die von Menschenhand gemacht worden ist. Aber den Geist Gottes kann man nicht einfach entfernen. Der Geist Gottes ist keine Schachfigur, sondern der Geist Gottes ist ein göttliches Wesen, ja, dessen Macht nicht zu unterschätzen ist. Und das würde dann heißen, dass heute wohnt in mir der Geist, aber wenn der Antichrist kommt, muss der Geist gehen. Und er wird mich verunreinigen. Also es gibt solche Lehren daraus, das wird auch nichts, das ist auch nicht dazu gedacht.
Also solche Lehren bitte einfach auf die Seite setzen. Es geht mir jetzt nicht um den dritten Tempel oder so, sondern es geht um die Wichtigkeit, dass der Geist Gottes ist, der uns heute bewahrt, wie Jesus in seiner Lebenszeit seine Jünger bewahrt hat. Er leitet uns, er belebt uns, er erneuert uns, er heiligt uns und er führt uns auch nach Hause. Und wenn der Herr kommt, wissen wir auch aus dem Korintherbrief und Thessalonikerbrief, werden erstens diejenigen auferstehen, die in Christus eingeschlafen sind. Das ist das Wirken des Geistes Gottes, ja, die diese Auferweckten. Paulus sagt deutlich, der Geist, der Christus auferweckt hat, der wird euch auch auferwecken. Also es ist eindeutig. Und wenn das passiert, werden dann die Eingeschlafene und die noch Lebende in den Wolken aufgehoben. Und wenn der Geist Gottes dann nicht mehr da ist, dann hat der Mensch der Sünde freie Bahn, denn es ist niemand mehr, der ihn hindern kann dafür. Niemand. Und deswegen lasst euch da auch nicht irren und lasst euch nicht von verschiedenen Lehren hier hin und her lenken. Und wisst ihr, das Wort ist klar und deutlich. Ja, und wer nicht erkennt, warum der Geist Gottes jetzt da ist und nicht erkennt, wer der Geist Gottes ist, der wird das auch nicht richtig auslegen können. Der wird das auch nicht richtig auslegen können. Jesus zu seiner Zeit, wo er da war, hat er bewahrt, aber dann sagt er, es ist wichtig, dass ich gehe, denn der Geist kommt, der eigentlich ja das Leben, die Erneuerung, die Heiligung und euch zu der Vollkommenheit bringt. Deswegen sind wir auch versiegelt durch den Geist und nicht durch Engel auf dem Stirn oder durch irgendjemand, sondern der Geist Gottes ist unser Pfand. Und solange der Geist Gottes noch da ist, kann auch kein Zorn Gottes über den Menschen kommen, kann auch kein Gericht kommen. Aber wenn der Geist und das Leib miteinander weg ist, dann ist der Weg frei für Gericht, für Zorn und für das Kommen des Antichristen, offenbart werden des Antichristen. Deswegen, so wie Jesus gehen musste, wird auch der Geist gehen müssen mit dem Leib. Als Jesus gegangen ist, hat er die Jünger hier gelassen, weil er hat nicht die Aufgabe gehabt, ja, was der Geist Gottes hat. Deswegen war wichtig, dass der Geist kommt. Ja, sehr wichtig. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich habe da ein bisschen Licht reingebracht. Ich hoffe, dass ich verständlich war. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in den Kommentaren rein. Ich freue mich drauf. Wir können das Thema noch erweitern. Ich wünsche euch Gottes reichliches Segen und seid fest umarmt.